Guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitzunerinnen und Mitzuner. Ja, heute sind wir auf ORF Sport Plus, da ja im ORF 2 der Nationalrat tagt, obwohl ich glaube, den Herrschaften dort würde die eine oder andere Bewegungseinheit auch nicht schaden. Aber wir sind halt auf alle Fälle fleißig und wir haben heute 30 Minuten. Das heißt, wirklich, teilt euch die Kräfte ein. Macht schön langsam, so gut es geht. Wenn eine Pause benötigt, macht diese dazwischen, steigt in die Übungen ein. Und wie gesagt, ganz, ganz wichtig, nur so gut es geht, gibt es Einschränkungen oder Problemchen, ja, das bitte mit dem Therapeuten abklären. Gut? So, erste Position, die wir haben, wir stellen uns einmal hin, ungefähr so ein bisschen breiter, ja, von Schulterbreit, genau, kommen einmal an. Das heißt, unser Nabel zieht Richtung Wirbelsäule. Sehr schön, wir machen uns groß. Körperspannung, die ist da. Und jetzt nehmen wir beide Arme und beginnen dann mal so ganz locker beschwingt einen Achter zu zeichnen. Einen vor uns liegenden Achter. Sehr gut. Ja, einfach nur einmal so schwingen von rechts nach links. Sehr schön. Ja, und für die Damen und Herren, die sagen, na, die 30 Minuten, ja, die schaffen. Also mir hat ja zum Beispiel eine Dame hat mir geschrieben, sie hat sich gedacht, sie schafft es nicht und dann ist es gegangen. Ja, das schaffen wir schon. Also die Grenzen sind alle nur im Kopf. Ja, und wie gesagt, wer eine Pause dazwischen benötigt, macht die. Aber ihr seid so fit, ihr seid so gut, das packt ihr locker. Ja, okay, so, wir schwingen rechts, links, lassen uns Zeit heute. Kein Stress, das ist schön, das ist angenehm. Obwohl heute, wenn ich da rausschaue, Regen, Wolken, sehr, sehr ein bisschen das Kuschelwetter für zu Hause. Ja, genau. So, jetzt versuchen wir da ein bisschen größer zu werden von der Bewegung her. Genau, und auch da können wir den Körper mitnehmen, ja, richtig schön schwingen. Den Achter, den wieder zeichnen, den vor uns liegenden. Ja, cool. Rechts, links. So, und jetzt stoppen wir mal und jetzt versuchen wir in die andere Richtung zu gehen. Andere Richtung. Jawohl, sehr gut. Andere Richtung zu gehen. Sehr schön. Die schöne große Achter zu zeichnen. Da kann man schwungvoll mitgehen. Wer möchte. Wir versuchen uns Lächeln aufzusetzen. Die Atmung fließt. Jawohl, sehr schön. So, wir kommen zur Mitte, schütteln ganz kurz aus. Jetzt machen wir den Achter stehend. Das heißt, wir zeichnen hier unseren Achter. Gehen mit den Armen nach oben. Klassischer Achter. Und wenn wir nach unten gehen, haben wir die Chance, dass wir da in die Knie auch gehen. Versucht es einmal so, den Schwung mitzunehmen. Genau, nach unten. Sehr schön, Schwung mitnehmen. Das tut gut. Ja, gestern war ich bei der Leistungsdiagnostik, weil nach meiner Corona-Geschichte habe ich mal geschaut, was macht das Herzerl, ist alles gut und so. War super geschwitzt, habe ich wie eins am Ergometer, aber war gut. Ja. Ja, ganz wichtig, aber so ein Check ist immer eine ganz wichtige Sache. Und wir machen auch das natürlich für unsere eigene Gesundheit, unser Wohlbefinden. Ja. Sehr schön. Jawohl, und schwungvoll starten wir da durch. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Sehr gut, nach oben. Und wir fahren wieder, jawohl. Und ja, sehr schön, und wir fahren wieder. Ja, sehr schön, und wieder nach unten. Sehr gut. Ja, da lassen wir es richtig krachen. Da sind wir schön aufgewärmt. Und einmal noch in die andere Richtung. Oder einfach nur so in der stehenden Position, so gut es geht. So, jetzt gehen wir gemeinsam aufs Tanzparkett und zwar unseren V-Step. Das heißt, wir haben rechtes Bein vor, linkes Bein, rechts rück, links rück. Und V-Step, weil wir nach vor rechts steigen, nach vor nach links steigen, zurücksteigen, einmal, zweimal, also rechts vor, rechts rück, links rück. Ja. Und dann können wir das schon versuchen, so einen Rhythmus hineinzubekommen für uns. Ja, sehr schön. Bam, genau. Super. Rechts vor, links vor. Einfach versuchen, da seinen Rhythmus zu finden, sich darauf zu konzentrieren. Sehr schön. Ja, genau. Super macht sie das. Ja, sehr schön. So, und wenn wir das dann mal haben, wenn das einmal dann so richtig schön funktioniert und fließt, genau, was machen wir dann? Dann kommen wir mal kurz zum Stillstand. Das machen wir gleich. Achtung, Stillstand. Und jetzt gehen wir in die andere Richtung. Das heißt, links vor,
rechts vor, links rück, rechts rück, okay? Links vor, links rück, rechts rück, ja? Links vor, links rück, rechts rück. Ja? So, und dann versuchen wir auch da wieder unseren Rhythmus aufzunehmen, sich da hineinzufühlen. Sehr schön. Genau. Jawohl. Lasst euch Zeit, wenn es langsam ist, ist langsam. Ja? Auch die Damen und Herren in der Gehhilfe machen einfach einen leichten Step vor, zurück. Schön, ja? Geht. Wurscht, jeder so gut er kann. Und das geht. Ja? Und das Schöne ist ja, wir sind zwar die größte Bewegungseinheit Österreichs, aber es sieht echt keiner. Das heißt, keiner sagt jetzt, na, schau da den oder schau da dir. Ja? Das ist ja das Feine bei uns. Ja? Also deswegen macht es bitte, konzentriert euch nur auf euch. Sehr gut. So, und jetzt machen wir aber einmal einen Wechsel. Das heißt, wir kommen retour. Jetzt versuchen wir zweimal in die eine und zweimal in die andere Richtung. Das heißt, rechts vor, rechts rück, links rück. Einmal noch, zack, wieder retour. Und jetzt andere Richtung. Links vor, links rück, rechts rück. Und auch da noch einmal. Ja, sehr schön. Jetzt gehen wir wieder in die andere Richtung. Zack. Genau, zweimal. Bam, 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 zweimal. Und andere. Eins, zwei. Und wieder. Eins, zwei. Und wieder retour. Eins, ja, da muss man sich schon konzentrieren, gell? Sehr gut, das soll ja auch so sein. Und wieder in die andere Richtung. Einfach versuchen. Zwei. Und einmal noch. Andere Richtung. Zack. Sehr schön, genau so. Okay, so, wir bleiben gleich bei der Bewegung. Gehen einmal so ein bisschen in den Kniehub hinein. Marschiert am Stand. Das machen wir nur ganz kurz. Dann werden wir das Knie anheben. Also, wir bleiben weiter in der Bewegung. Kreislauf, ja, sehr gut. Lassen die Arme ein bisschen mitschwingen. So, und jetzt da versuchen wir eines. Wir ziehen ein Knie nach oben. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Hoppala, schaut her, ich wackel jetzt, gell? Stabilisieren. Und jetzt versuchen wir hier, oder beziehungsweise bewegen unsere Arme nach vorne und nach hinten. Und probieren sie aus dem Gleichgewicht zu bringen. Ja, so oder so, wie ihr möchtet. Ja, einfach nur mal Lächeln aufsetzen, aus dem Gleichgewicht bringen. Ja, sehr schön. Atmung fließt. Wenn es da unten ist, ist es in Ordnung. Wenn es da ist oder da, wie auch immer, ihr werdet merken, auch da wieder, ja, auch bei mir, unsere Fußsohle, die muss da austarieren, das ist gut. So, schütteln wir ganz kurz aus. Ja. Und jetzt nehmen wir das andere Bein. Andere Bein nehmen, auch da wieder. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Schauen, dass wir gescheit verwurzelt sind und jetzt geben wir Gas. Ja. Jawohl, vor, zurück, Gleichgewicht, Einbeinstand, stabilisieren. Sehr gut. Super. Ja, dann können wir nochmal wechseln. Anderes Bein. Also, ihr wechselt nach Belieben. So wie ihr fühlt. Macht es das, wenn ihr sagt, ah, das ist mir zu lang. Dann gehen wir wieder rüber aufs andere Bein. Jawohl, sehr schön. Gut, schaut das aus. Jawohl. Okay, so. Wir schütteln ganz kurz aus, atmen einmal durch. Wie viel Zeit haben wir gesagt heute? Und kommen jetzt zu einer Übung, nennt sich Mobilisieren der Hüftrotatoren. Dazu lassen wir unsere Fingerspitzen nach unten hängen. Ja? Und jetzt versuchen wir mit unseren Fersen Richtung Fingerspitzen zu kommen. Wenn es so ist, ist in Ordnung. Versucht einfach, wie gut geht es denn heute? Geht es heute so? Geht es so? Oder komme ich auf? Ja? Also, ihr schaut es einmal, macht es einmal langsam. Rechts, links, genau. Sehr schön, nach oben ziehen. Jawohl, das gefällt mir. Genau, lasst euch Zeit bei dieser Übung. Ja, natürlich kann man dann auch einen Rhythmus aufnehmen, wenn man möchte. Und apropos Rhythmus, ist mir heute was eingefallen. Chibum, chibum. Ayayayayayaya, chibum, chibum. Ayayayayaya, es ist so wunderschön. Immer Blödsinn, gell, im Schädel, das ist ein Wahnsinn. Ja, so ist er halt, der Edelneck. Und nach oben ziehen, sehr schön. Frei nach dem Motto, ein bisschen Spaß muss sein. Nach oben, sehr gut. Hüftrotatoren, wie gesagt, mobilisieren. Ausgezeichnet. Ja, sehr gut. Oder einfach nur langsam versuchen. Einsteigervariante, fortgeschrittene. Und dann die Profis, die ganz nach oben ziehen. Sehr gut. Atmung dabei fließen lassen. Genau, sehr schön. Super.
So, schütteln wir aus. Jetzt für alle Damen und Herren, die sich unsicher fühlen, können sich gerne einen Sessel nehmen zum Anhalten. Alle anderen schauen drauf oder achten, dass sie gescheit verwurzeln. Und zwar ihr Standbein, linkes oder rechtes Bein. Ich fange wieder an, klassisch mit dem linken, verwurzelt gescheit. So, jetzt löse ich aus. Ja? Jetzt mache ich den Kniehub. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Strecke wieder und strecke nach vorne. Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Ja? Dann Kniehub zur Seite. Auch da wieder unterschiedliche Variationen von der Ausführung her. Und dann natürlich der Kniehub und Rück. Ja? Also noch einmal, wir haben den Kniehub vor, Kniehub Seite, Kniehub, Rück. Ja? Das kann man euch langsam machen. Kniehub, vor, Kniehub, zur Seite, Kniehub, Rück. Genau. Beim Rück zum Beispiel könnte man auch das Popschall ein bisschen anspannen. Genau, der nächste Sommer kommt. Ja, sehr gut. Und ihr merkt es auch ich wackel heute ein bisschen. Ja? Und da sind wir wieder beim klassischen Thema. Es ist nicht wirklich jeder Tag gleich. Ja? Manchmal geht es besser, manchmal nicht so gut. Ja? Und einmal noch nach hinten. Sehr gut. So, kurz ausschütteln. Jetzt die Sesselseite wechseln, wo wir uns anhalten, wenn. Und jetzt versuchen wir auch da wieder. Ja? Kniehub, Einsteiger, fortgeschrittene Profis. Kniehub nach vorne. Kniehub zur Seite. Kniehub, zeig's einmal her. Rück. Ja. Machen wir es nicht vorbeugen, sondern wirklich Kniehub, zack, geht nach hinten, Unterrücken, Gesäß, hintere Oberschenkel haben wir mit dabei. So, und das macht jetzt jeder so gut er kann. Ja, sehr schön. Konzentriert euch. Sehr gut. Kniehub vorne, Seite, Kniehub, Rück. Ja, heute kommen wir noch ein bisschen ins Schwitzen. Beziehungsweise ich schwitze jetzt schon. Jawohl, nach vorne, Seite, Rück und zwei gehen noch, ja? Kniehub, vorne, Kniehub, Seite, Kniehub, Rück und einmal noch, Kniehub, vorne, Kniehub, Seite, Kniehub, Rück. Okay, gut. Fußball schon aufwärmen, gell? Geht's dahin. Aber wir machen noch einen Schritt weiter. Wir kommen schon zur nächsten Übung, und zwar unser Ausfallschritt kombiniert mit dem Bagger. Dazu steigen wir nach vorne, zack, dann greifen wir den ineinander und ziehen mit den Armen nach oben. Steigen zurück, anderes Bein nach vorne, ziehen nach oben und steigen wieder retour. Ja? Und das kann man dann so machen, wie man möchte. Größere Ausfallschritte, kleinere. Einsteiger fangen da vorne an, ziehen nach oben, sehr schön. Fortgeschrittene gehen weiter nach vorne, ziehen nach oben. Und Profis können da richtig weit nach vorne steigen, den Bagger zu machen. Wieder retour. Ja, und wieder nach oben. Sehr schön. Und nach oben ziehen. Sehr schön. Und nach oben. Ja, eine der Übungen von unseren beiden Beachvolleyballern, Clemens Doppler, Alexander Horst. Die waren ja letztes Mal zu Gast, als wir draußen geturnt haben. Apropos draußen turnen. Ich glaube, die Wochen können schon einmal so weit sein. Vielleicht sogar Freitag. Vom Wetter her sieht es ganz gut aus. Lass mal wieder mal rausgehen an die frische Luft. Sehr schön. Und wieder nach vorne steigen. Nach oben ziehen. Super. Einfach dranbleiben. Jawohl. Ja, sehr gut. Kann ich noch eins sagen? Wir haben gleich Halbzeit. Sehr schön. Also Halbzeit von unserer Turneinheit heute. Und wieder nach vorne, also Einsteiger, fortgeschritten, ein bisschen weiter. Und Profis weiter nach vorne. Sehr schön. Jawohl. Sehr gut. Okay, einmal noch. Gut, kurz einmal durchschütteln. Jetzt machen wir in der Halbzeit machen wir kurz einen Schluck vom Wasser. Ja? Wasser trinken, ihr wisst, die Zelle muss schwimmen. Mit 30 Minuten kann man ruhig einen kurzen Break machen. Und jetzt machen wir das Ganze seitlich. Seitlicher Ausfallschritt. Das heißt, Sidestep, Bagger. Wieder retour. Sidestep, Bagger. Nach oben ziehen. Sehr schön. Und wieder retour. Sidestep, Bagger. Genau. Und auch da können wir natürlich dann weitergehen. Die Profis richtig. Am Breit, also wirklich einen weiten Ausfallschritt. Nach oben ziehen.
retour kommen. Andere Seiten. Also ihr variiert da nach Belieben. Man kann einmal einen kürzeren machen, dafür schneller, intensiver, zack, rechts steigen. Oder dann vielleicht einmal einen weiten Schritt machen, dafür rechts und einen kurzen. Und jetzt dann links einen kurzen und rechts weit nach außen. Also Übungsvarianten gibt es da mehr als Genüge. Zu Genüge. Und nach oben ziehen. Jawohl, sehr schön. Nach oben ziehen. Alles Leiberl rutscht, meine Dornteufel. Das ist ein Wahnsinn. Und gehen wir, komm, da haben wir noch. Fünf machen wir noch. Fünf. Vier. Kleine Variante. Drei, wer möchte. Zwei. Und eins. Sehr gut. So, jetzt haben wir ein bisschen was zum Durchschnaufen. Das brauchen wir auch, gell, war schon ziemlich anstrengend. Kurz einmal durchatmen. So, wir bleiben jetzt so in dieser hüftbreiten Position. Und jetzt kommt unsere Fußsohle mal dran. Fußsohlengymnastik. Ja. Dazu machen wir Folgendes. Ich stelle mich seitlich hin. Und zwar, wir versuchen auf die Fersen zu gehen, die Zehen einzuziehen. Sprich, wir krallen mit den Fersen in die Matte, in den Boden, wie auch immer, hinein. Genau, schön nach hinten, zack, wieder nach vorne. Versuchen kurz auf die Fersen zu gehen, wieder nach vorne. Sehr schön, Fußsohlengymnastik. Auch die freut sich über jede Bewegung. Unsere Beine, unsere Füße, die wir jeden Tag brauchen, auf die sollte man schauen. Ja, sehr gut. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch 5, 4, 3, 2, und eins. So, und jetzt versuchen wir noch, dass wir nach vorne gehen, ja, auf die Fußballen, dann die Streme her seitlich, gehen wir auf die Seite, wie auf die Kanten, gehen nach hinten, Ferse, Seite, wieder Kante, Fußballen, und jetzt versuchen wir, dass wir da so richtig schön uns bewegen. Sehr gut. Ja, wer möchte, haltet sich gerne an dabei. Auch das ist eine Möglichkeit. Ja, und jetzt versuchen wir, die Richtung zu wechseln. Richtungswechsel. Langsam. Sehr schön. Genau, super. Schau auch immer runter, konzentriere mich. Versuch's einmal nach vorne zu blicken. Sehr schön, genau so. So, gut. Nächste Geschichte, wir bleiben mit der Körpermitte. Cat and Cow, auch ein Klassiker. Jetzt fängt es bei mir richtig an zu erinnern. Und zwar schauen wir, dass wir so schulterbreit stehen. Dann stützen wir uns da ab. Ich stelle mich seitlich hin. Und jetzt, Wirbel für Wirbel gehen wir nach oben, bis wir in der Position des Katzenbuckels sind. Und dann gehen wir in die Cow, also wie die Kuh, wenn man auf der Weide sieht, so richtig schön durchgebogen. Ja genau, Cat and Cow, also nach oben gehen, Katzenbuckeln und dann wieder retour. Mobilisieren der Wirbelsäule, sehr schön. Gute Geschichte, eventuell auch eine Möglichkeit, in der Früh nach dem Aufstehen diese Übung zu machen, aber halt schön langsam. Ja. Also einmal schauen, wie geht's mal Step by Step. Ja. Nicht gleich Vollgas, ja. Aufwärmen, easy going. Richtig, und wenn wir das dann haben, dann können wir auch versuchen, dass wir hier praktisch von rechts nach links mit dem Gesäß gehen, uns durchmobilisieren nach Belieben oder in die andere Richtung rauf, Katzenbuckeln, Cow Position, nach oben gehen, durchmobilisieren, so richtig, dass wir uns gut dabei fühlen, zu sagen, Herr, das ist angenehm. Jawohl, sehr schön. Komm wieder zu euch nach vorne. Genau, wir richten uns auf. Blick ist zu euch gerichtet. Das ist gut so. So, jetzt kommen wir zum Oberkörper. Und zwar schauen, dass wir so, ungefähr so hüftbreit, schulterbreit stehen. Jetzt die Fingerspitzen Richtung Schulter. Und jetzt beginnen wir da, uns zu bewegen. Genau, von rechts nach links. Ich glaube, jetzt sieht man die Schweißperlen schon. Da schaut es ja, sieht man glaube ich schon. Da kommen schon raus, schaut. Ja, auch für mich ein bisschen anstrengend. Unser Kamerakind fällt schon zu. Ja. Du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei. Plopp. Ja. Frank Elst, wer war der Schneider? Michi, wie hat der geheißen? Michael Schanze, genau. Michael Schanze, ja. Frank Elstner, der ist ja sowieso ein Wahnsinn. Frank Elstner war der Erste mit Wetten, das damals ja. Aber Michael Schanze. Ja, genau, der. Sehr schön. Bewegen wir uns.
Sehr gut. Merkt man da seitlichen Bauch, den wir heute auch noch einmal extra noch dazu nehmen. Dann. So, und jetzt nächste Übung ist, wir drehen, machen uns lang, greifen in der Kastel, legen es auf der Schulter ab, kommen zur Mitte. Drehen, greifen, Kastel, kommen wieder retour. Ja? Dich schön lang machen, strecken. Lasst euch Zeit. Lang machen, strecken. Sehr schön. Lang machen, strecken. Lang machen, strecken. Sehr gut. Na, da werden wir heute mobilisiert sein. Aktiviert. Und dann noch einen neuen Spaziergang machen, wenn es geht. Obwohl, es gibt ja kein schlechtes Wetter. Es ist ja einiges nicht das Gewand. Sehr schön. Genau. Lang machen, Kastel greifen. Und einmal noch die eine Seite. Einmal noch die andere. Und wir kommen zur Mitte. Atmen durch, schütteln einmal ganz kurz aus, versuchen unsere Position wieder einzunehmen. Der Nabel zieht nach innen, wir machen uns groß, wir setzen unser Lächeln auf. Die ersten Schweißperlen rinnen wir bereits ins Auge. So, jetzt geben wir unsere Arme nach vorne und die kommen jetzt zum Hacken. Genau, die Übung machen wir jetzt. Von vielen oftmals unterschätzt, das ist genau diese Übung, die stärkt uns diese ganz, ganz feine Muskulatur rund um die Wirbelsäule, damit wir aufrecht stehen. Apropos aufrecht stehen, ich darf die Herrschaften alle bitten, sich aufrecht. Genau, aufrecht hinzustellen. Jawohl, ja, jetzt habe ich es wieder da. Ja. Ich schaue links, rechts, ich schaue überall. Ja. Ich sehe in jedes Wohnzimmer, in ganz Österreich. Da bleibt nichts im Verborgenen, aber sehe nur ich. Sehr schön, jetzt gehen wir von rechts nach links und wieder nach oben und wieder nach unten, nach rechts, nach links. Ah, jawohl. Na, heute bringt es ihr mir richtig ins Schwitzen. Und wir hacken wieder, genau, gehen von rechts nach links. Sehr schön. Und wieder nach oben gehen. Jawohl, sehr schön. Andere Seiten. Wieder retour, so gut es geht. Wieder nach unten. Jawohl, sehr gut. Genau. Und nach oben. Und wieder nach unten. Ich werde jetzt sehen, das merkst du noch in der Kuchel, wenn du stehst. Jawohl. Rechts, links oder einfach mal nur nach oben noch einmal nach unten gehen. Und jetzt einmal Kamera 3. Ja, mein Regisseur, Kamera 3 hat er gesagt. Da sind wir jetzt. Schaut euch das an, wenn wir die Schweißbällen abrühren. Ich glaube, wir haben schon Hochsommer, aber der kommt hoffentlich bald. So, nächste Übung. Ja, wir bleiben in der Position. Ja, Körperspannung ist da, Arme sind unten und jetzt versuchen wir, entweder stellen wir uns vor, wir haben Gewicht in der Hand und wir ziehen mit unseren Armen nach oben mit den Handflächen oder wir haben ein Gewicht mit dabei, ziehen nach oben, genau, schön nach oben ziehen. Ja, sehr gut. Genau. Sehr schön. Sehr gut. Jawohl, das ist fein. Kräftigung, auch sehr wichtiger Faktor. Und das Schöne ist, ich weiß, ich erzähle es immer wieder, aber ich möchte es nur ins Gedächtnis rufen, wir kräftigen ja nicht nur unsere Muskulatur dabei, sondern auch unsere Knochen und das ist ganz, ganz wichtig. Sehr schön. Und auch für alle jüngeren Damen und Herren, alle Schüler und Schülerinnen, die mit dabei sind, nach oben, sehr schön. Und gehen wir, komm, ja, bleiben wir da dran, komm. Nach oben ziehen. Jawohl. Nach oben. Und da haben wir noch. 10. Bauchnabel zieht nach innen. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Hui. Kurz ausschütteln. Ja. Jetzt kommen wir zum seitlichen Bauch. Dazu bleiben wir in der klassischen Position. Das brennt ja schon richtig in die Augen. So, jetzt strecken wir die Arme nach vorne, tun es zusammen und jetzt gehen wir links mit der Ausatmung rechts. Schauen, dass wir in der Körpermitte stabil sind. Da merkt man schon, seitliche Bauchmuskulatur. Genau. Ja. Da kräftigen wir. Kräftig. Sehr schön. Und Arme. Jawohl. Und Herrschaften, wir haben nun mal die letzten 5 Minuten. Ihr seid super, ihr seid ein Wahnsinn. Gehen wir, da bleiben wir noch dran. Wir kommen schon ins große Finale. Bin stolz auf euch. Sehr schön. Aber wie gesagt,
ihr könnt stolz auf euch sein. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ihr seid aktiv. Ihr macht was für euren Körper, für eure Gesundheit, euer Wohlbefinden. Ja? Wird uns nicht geschenkt. Müssen wir was dafür tun. Und wieder seitlich. Und machen wir noch. 5, 4, 3, 2 und 1. Okay, wir schütteln aus. So, eine Übung haben wir noch, dann kommen wir zur Cool-Down-Phase. Und zwar unser Superman Air. Dazu werden wir ein bisschen breiter, Beine leicht abgewinkelt. Ich stelle mich seitlich hin, Arme hängen nach unten, Nabel zieht nach innen. Und jetzt geht ein Arm nach vorne, der andere nach hinten. Genau, das ist unsere Einsteiger-Variante. Sehr schön. Dann, ihr wisst, Fortgeschrittene versuchen, das Ganze einbeinig zu bewerkstelligen. Und dann gibt es die Profi-Variante. Ich zeige aber kurz von vorne. Das heißt, wir ziehen linkes Knie, rechte Hand oder umgekehrt. Wichtig ist immer, genau, diese Position, Ausgang. So, und wenn wir dann da sind, dann geht es nach hinten. Und wir machen uns lang. Das ist die Profi-Variante. Richtig schön lang machen. Sehr schön nach hinten gehen. Oben ziehen. Nach hinten gehen. Sehr gut. Dann natürlich auch einmal Ketchup. Dankeschön, sehr lieb. Wir stehen schon alle da mit den Schweißtierchen für mich. Das ist ja halt der Teamwork, sage ich. Da macht das Arbeiten Spaß. Ja. Sehr schön. Und nach hinten gehen. Profi-Variante. Fortgeschrittene versuchen es einbeinig zu machen. Abstützen mit der Zehenspitze immer wieder möglich. Oder einfach nur Einsteiger-Variante. Genau. Kommt nochmal zu euch. So, großes Finale. 5, 4, 3, 2 und 1. Wir richten uns auf. Sehr schön. Und jetzt kommen wir schon zur Cool-Down-Phase. Auch da haben wir heute ein bisschen länger Zeit. Und zwar machen wir mit denen C. Wir stehen ein Bein hinter das andere. Ja. So, jetzt haben wir den Arm, strecken wir, also rechtes Bein in dem Fall hinten, rechter Arm oben. Und jetzt gehen wir da unsere Hand Richtung Hüfte und versuchen, dass wir da einen Knick zusammenkriegen. Ja, da haben wir die ganze Dehnung. Genau, das spürt man schön. Jetzt könnt ihr euch wirklich Zeit lassen. Atmung fließen lassen. Ja, wirklich, das ist so Cool Down. Ganz ein wichtiger Faktor. Kraftwort. Atmung fließt. So, kommen zur Mitte. Sehr schön. Andere Seiten. Ja, sehr gut. Andere Seite. Und auch da wieder versuchen. Jawohl. Herrlich. So, jetzt wechseln wir noch einmal. Ja. Genau. Sag noch einmal. Ja, merkt es richtig schön, gell? Wird schon besser. Ja? Im Knick auch, gell? So. Drei Seitenwechsel, das ist klar, der Klassiker. Sehr schön. Wie geht's euch? Reden euch auch die Schweißperlen schon ins Gesicht. Aber das ist gut, haben wir was gemacht heute. Sehr schön. Okay. So, nächste Geschichte ist unsere Atmung. Einatmen funktioniert immer sehr gut, ausatmen wird oftmals zu schlecht oder zu wenig gemacht. Deswegen machen wir das jetzt 2-3 Mal. Nach oben gehen, einatmen, Ellbogen praktisch Richtung Bauch, Brust und jetzt. Versucht alles auszuatmen. Einatmen kommt dann eh automatisch. Einatmen und wieder alles ausatmen. Und jetzt gehen wir nochmal nach oben, gehen. Einatmen und wirklich alles aus. Ja, herrlich. Ja, da ist die Energie, das haben wir durchflutet von dieser positiven Power. Das ist schön. Also Herrschaften, war meine Freude, ein Volksfest. Ich freue mich, wenn wir uns morgen wiedersehen. Morgen Donnerstag, klassisch auf ORF 2, haben wir den Sesseltag. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Wenn ihr die Möglichkeit habt, geht's raus ins Grüne. Und wie immer heißt es trinken, weil die Zelle, die muss schwimmen.